Perfekt. So, dann machen wir heute ein kleines Body Styling Workout. Wer Gewichte hat, nimmt die Gewichte mit dazu. Wenn du keine Gewichte hast, ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht für die Zukunft, solange wir zu Hause Sport machen, Flaschen mit Sand füllen, das geht wunderbar. Ihr könnt die schon mal vor euch aufstellen. Die brauchen wir relativ bald. Holen wir hier nochmal zurück. Und dann legen wir los, wie immer einfach mal locker marschieren. Herzlich willkommen heute Abend, Donnerstagabend schon, 18 Uhr. Halbes Stündchen machen wir zusammen. Wer schon laufen war, ist schon schön aufgewärmt. Und alle anderen machen jetzt noch ein kurzes Warm-up mit mir. Räum mal deine Hände auf und dann tipp mal die Zehenspitze schön zur Seite. Wie immer hier aus dem AJs. Mein Name ist Mel, wer mich noch nicht kennt oder heute zum ersten Mal dabei ist, herzlich willkommen. Schau bitte, dass du einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwas für deinen Körper machst. Sei es laufen gehen, spazieren gehen, ein paar Übungen draußen machen. Und dann nimm den Körper mal so ein bisschen mehr zur Seite. Tipp mit der Zehenspitze auf und in der Mitte treffen sich deine Füße immer wieder. Jetzt die ersten paar Minuten, um viel Sauerstoff in deinen Körper zu bekommen. Und dann kommen die Arme mit dazu, die streckst du richtig schön und ziehst sie zur gegenüberliegenden Seite. Und da fällt es mir wieder ein, wer eine Pulsuhr oben hat. Bitte jetzt auf Start natürlich drücken. Ich werde versuchen, euch immer daran zu erinnern. Aber ich muss gestehen, mir fällt es mir erst zum Schluss wieder ein. So, aber Step by Step. Ein paar Sekunden haben wir noch hier. Schön rechts und links. Und dann räumst du deine Arme wieder auf. Bleibst mit dem Körper wieder mehr in der Mitte. Schön zur Seite jetzt tippen. Mach doch nochmal einen Ticken lauter, wenn ich das selber nicht höre, bringt es auch nichts. So, und von den Tipps gehen wir schön in kleine Jumping Jacks. Zehenspitzen außen, die Knie schön beugen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, bleib jetzt außen, tief. Arme fest, rechts, links. Hier die Beine richtig festmachen. Wer schon warm ist, der sitzt jetzt schon tief. Da hat die Beinarbeit schon begonnen. Und der Oberkörper rotiert. Mach eine lange Wirbelsäule, streck dich. 4, 3, Arme wieder weg. Auf, zu. Prima. Schön abrollen. Nochmal. 4, 3, 2 und dann bleib wieder tief fest. Schön tief setzen. Oberkörper rotiert. Ellbogengelenke, Schultergelenke fest. Und nochmal tiefer setzen. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Letztes Mal Jumping Jacks. Und jetzt nimmst du die Arme mit dazu. Schön hoch, schön tief. Knie schön außen. 8, 7. Wer nicht springen kann oder darf, immer tippen. Aber die Arme sind richtig schön fest. Dann haben wir die 8 schon vorbei. Wir machen weiter. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bleib wieder tief. Rechts, links. Schöner fester Twist. Bauch einziehen. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und locker. Dreh mal die Füße gerade.
Nimm deine Gewichte jetzt dazu. Drück die Handgewichte gegeneinander. Setz dich tief, komm hoch. Die Knie schön nach hinten schieben. Den Po nach hinten schieben. Rücken gerade. Und dann zieh die Arme nach oben bis auf Schulterhöhe. Und wenn du dich gerade streckst, spann der Po an und der Bauch zieht ein. Du streckst dich zur Decke, bitte nicht nach hinten ausweichen. Schön lang. Wir verändern das nochmal. Achtung, die Arme. Ganz hoch, Trizeps. Wieder tief, hoch, Trizeps. Tief, hoch, Trizeps. Tief, hoch. Po ist fest. Jetzt zieh den Bauch bewusst ein. Schöner langer Hals. Und schön die Ellbogen. Beugen, strecken. Nochmal. Tief, hoch, beugen, strecken. Tief, hoch. Prima. Gleich schon wieder vorbei. Versuch immer durchzuhalten. Nutz die Arme hier. Und wer verschiedene Gewichte hat, arbeite mit den verschiedenen Gewichten. Wenn zwei zu schwer sind, kannst du auch immer nur eines seitlich in die Hand nehmen. Und der letzte. Und wir bleiben hier. Beugen, strecken. Beugen, strecken. Wenn es dir lieber ist, kannst du die Füße enger zusammenstellen. Versuch dich lang zu machen. Versuch mal hinten ganz nach unten zu kommen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und dann setz dich tief. Und hier schön rudern. Mal feste rudern. Schön. Versuch dich richtig lang zu machen. Wirbelsäule vom Steißbein bis zum Kopf. Schieb dein Gewicht mal nach hinten auf deine Fersen. Die Zehenspitzen sind entspannt. Schön. Zieh schön nach hinten. Atme hier kräftig. Wir kommen danach gleich nochmal in den kleinen Cardio-Teil. Schön rudern. Schön tief sitzen. Und wenn du möchtest, jetzt heb mal deine Ferse. Hoch, tief. Feste halten. Zieh. 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 Jawohl. Entspann dein Gesicht. Lass die Beine vorne schön brennen. Streck den Rücken nochmal. Zieh nur noch 8 Stück feste. Hoch. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und komm nach oben. Locker mal deine Arme aus, deine Beine aus. Wenn du was trinken möchtest, trinkst du. Wieder Ausgangsposition. Die Beine auf und zu. Zu, nochmal, auf, zu, warte, Arme jetzt dazu, auf und hoch, 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 nochmal, auf, 3, 2, 1, auf, zieh, zieh, zieh. Wenn die Gewichte zu schwer sind, langsamer bitte. Oder eine Variante, du ziehst und ruderst nach oben, auf, 3, 2, 1. Jetzt den Bauch. Fest und fest. Auf. 3, 2, 1. Jawohl. Nochmal. Auf. Fest. 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 Yes. Schön über die Schulter. Halten wir noch ein paar Mal durch. Nochmal. Auf. 4 Stück noch. Feste Arme und die Finger, der große Wasserflaschen hat. Spann
Hintern. Und die Arme strecke, strecke, strecke. Versuch hier unten jetzt die Herzfrequenz zu kontrollieren. Schieb das Gewicht wieder nach hinten. Erstmal die Fersen voll belasten. Rücken. Schön strecken. Trizeps. Nochmal. Druck. Druck. Wenn du die Beine noch ein bisschen mehr wieder spüren möchtest, heb nochmal die Fersen hoch. Schieb das Gewicht auf den großen Zeh. Ohne dass der ganze Körper mit nach oben geht. Ohne dass der Rücken rund wird. Und wir sind schon wieder hier fast fertig. Schön nach hinten. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und zurück. Kniebeugen tief hoch. Gewicht auf die Ferse. Zehenspitzen wieder schön entspannen jetzt bitte. Komm schön tief. Gut. Lass mal die Schultern weg von den Ohren. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3 und dann halten wir noch einmal unten. Jetzt hier schön ziehen und tief. Ziehen und tief. Setz dich so tief, dass du die Beine spürst. Mach den Oberkörper fest, felsenfest. Jawohl. Schön zur Seite. Ziehen. Und hoch, nochmal. Ziehen. Und tief, nochmal. Hoch. Sehr schön. Wer schwere Gewichte hat, bleibt langsam. Wer leichte Gewichte hat, etwas schneller. Aber nimm den Schwung raus. Schieb nochmal das Gewicht nach hinten auf deine Ferse. Jawohl. Schön durchhalten. Oberer Rücken. Nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Die Knie beugen. Tief hoch. Und jetzt kommt nochmal in etwas weitere Kniebeuge. Und schau mal vor dir auf den Boden. Hier die Gewichte ablegen und wieder aufheben. Ablegen und wieder aufheben. Ablegen und wieder aufheben. Bauch schön fest. Und heben. Nochmal. Abheben, Sprung und wieder hoch. Absetzen, Sprung und wieder hoch. Tief, Sprung, tief, hoch. Tief, Sprung, tief, hoch. Und du weißt, wer nicht springen darf, kann oder soll, mach das bitte nicht. Nur wer gesund ist. Du kennst deine Knie, du kennst deine Hüftgelenke. Schön tief. Yes. Bring die Herzfrequenz. Einmal noch. Nach oben. Schön tief gehen. 4 Stück. Komm. Und hoch. Zweimal noch. Wunderbar. Und der letzte. Und dann nimm die Gewichte auf. Vor dem Kopf. Füße. Etwas zusammen. Und dann schön hoch und tief. Schieb die Gewichte nach oben. Drück die Gewichte zusammen. Und jetzt mal bitte hoch. Anspannen. Gerader Rücken. Bauch einziehen. Ganz gerade in geschützte Wirbelsäule. Und so bleibst du. Nutzt die ganze Zeit den Bauch. Hoch, tief. Schön nach oben. Jawohl. Und eine kleine Änderung. Wir nochmal mit einbauen. Schön, einmal nach rechts zur Seite.
wieder gerade und nach links. Und dann lass mal beide Gesäßhälften schön fest angespannt. Arbeit über die Mitte, über deinen Chor, Bauch und Rücken. Denk an den angespannten Po. Der sorgt dafür, dass dein Becken schön gerade stehen bleibt. Aktiviere jedes Mal neu deine Bauchmuskeln. Und wir haben es gleich geschafft hier. Hoch, tief, Mitte, tief, links, tief, Mitte. Nochmal, rechts, und Mitte, und links, und zwei Durchgänge nur noch. Jawohl. Und letztes Mal. Nach rechts und zur Mitte und nach links und lösen. Stell die Gewichte mal ab. Hol dir mal deine Matte, wenn du eine hast oder brauchst. Leg dein Handtuch gerne darauf. Etwas trinken bitte. Nicht vergessen. Und beim Tiefgehen bitte aufpassen auf die Knie. So, stell die Füße vor dir auf. Das kennst du jetzt schon. Nimm deine Gewichte dazu und lehn dich zurück. Jawohl. Hier halten wir nur. Je fester du die Knie zusammendrückst, desto besser. Aktiviere die Innenseite. Und dann immer im Wechsel nach oben drücken. Wir sind jetzt noch ganz eng. Schulter breit. Wenn du so nicht sitzen kannst, dann mach doch bitte einfach einen Schneidersitz. Es geht um die Arme, die Schulter. Und wer den Bauch aktivieren möchte und mit einbeziehen möchte, stell die Füße nach vorne auf, drück die Knie zusammen, lehnt sich zurück. So weit, dass es in deinen Bauchmuskeln ankommt, ohne dass du den Rücken dabei spürst. Beide Arme zusammen, hoch, schön eng. Wenn du auf deine Ellbogengelenke mal schaust, dann werden die voll durchgestreckt und auch wieder ganz klein, ganz eng angewinkelt. Knie wieder zusammendrücken, komm, feste hoch. Sieben noch, sechs. Jetzt Gesicht entspannen, noch vier, noch drei, noch zwei und kurze Pause. Mal absetzen deine Gewichte, leg dich mal zur rechten Seite, leg deinen Ellbogen unter den Kopf, schau, dass der Hals lang ist, zieh die Knie schön nach vorne ran, heb das obere Bein. Und dann berühren sich die Knie und die Ferse. Du machst so einen Halbkreis. Schön schneller. Rechts, vorne, hinten. Jawohl. Versuch einen Halbkreis zu machen. Hüftgelenk bewegen hier. Du darfst die Außenseite spüren. Zieh die Zehenspitze ran. Und schön feste hier bitte. Jawohl. Große Bewegungen. Die Arme mal entspannen. Oberkörper schwer auf der Matte. Brauchst du, damit du das Bein sauber bewegen kannst. Damit ja nicht der ganze Körper so mitruckelt. Jetzt kommt es langsam an und dann halten wir bitte durch. Das ist nur dein eigenes Körpergewicht. Dein eigenes Bein. Schön die Hüftgelenke bewegen. Wenn du den ganzen Tag gesessen bist, dann tut es richtig gut. Pump da viel Sauerstoff rein. 8 Sekunden größer. 7. 6. Jawohl. Und jetzt hast du nur noch 4 Sekunden Zeit. Etwas größer der Halbkreis. Noch 2. Wunderbar. Streck die Beine mal aus. Richtig schön lang machen. Schau, dass du nicht nach hinten fällst. Stütz dich vorne mit der Hand gut ab
Und dann hebst du beide Beine nach oben. Wir aktivieren jetzt hier die Taille. Wenn du hier mal drauf fasst, dann spürst du das auch. Beide Beine bleiben zusammen. Dein Körper ist so lang gestreckt, wie es nur geht. Mach deiner Wirbelsäule schön Platz, bitte. Nimm die Hand wieder vor dir, auf den Boden, vor dein Gesicht. Und wenn du es schwerer haben möchtest, versuchst du den Oberkörper so ein kleines Stückchen mit nach oben zu drücken. Jetzt zieh mal bitte von vorne deine Bauchmuskeln aktiv ein. Du weißt es, die lassen sich schön anspannen. Da kannst du jeden Tag wieder dran arbeiten. Und ich werde dich jeden Tag wieder dran erinnern. Schön nach oben drücken. Und bitte dazwischen keine Pausen einbauen. Wir haben jedes Set immer nur einmal auf jeder Seite. Das heißt, wir wollen an einen Punkt kommen, wo es richtig schön brennt und zwickt, damit der Körper einen kleinen Trainingsreiz bekommt. Und das sind jetzt wirklich die letzten 8, 7. Jetzt zieh nochmal von vorne feste ein. Hast du es vergessen? 4 noch. Komm, drück dich hoch. 2 noch. Oben halten und schön halten hier. Die Beine kommen hoch. Du drückst dich noch ein bisschen höher. Das Atmen bitte nicht vergessen. 4 Sekunden. 3 Sekunden. Komm nochmal hoch. 2. Und löse. Schön. Setz dich wieder auf. Komm zurück. Deinen beiden Gewichte. Lehn dich wieder zurück, wenn du den Bauch mitnehmen möchtest. Bleib im Schneidersitz, wenn das für den Rücken unangenehm ist. Nimm jetzt deine Gewichte schön zur Seite und es geht hoch. Hoch. Prima. Und schau mal bitte auf die Ellbogen. Wieder komplett strecken, beugen. Geh mit deinen Gewichten bis an die Schultern ran. Voll prima. Schön. Nütz bitte nochmal die Beininnenseite. Je mehr Muskeln du gleichzeitig hier beanspruchen kannst, desto höher bleibt deine Herzfrequenz und der ganze Körper verbrennt hier richtig. Feste. Schön hochdrücken. Wenn du hinten bist und den Bauch noch mehr beanspruchen möchtest, geh noch weiter zurück, aber bleib bitte mit den Knien fester zusammen. Zieh den Bauch noch mal aktiver ein. Und wer hier oben gerade sitzt, schau, dass die Schultern tief sind. Heb den Brustkorb. Die Beine, wenn im Schneidersitz sind, sind entspannt. Schau mal, ob die wirklich entspannt sind. Endspurt. 8, komm, es geht noch. 7 Zentimeter zurück. Und die Arme kräftiger. 4, 3, 2 und lösen. Schön. Stell deine Gewichte zur Seite und leg dich auf die linke Seite ab. Den Arm schön angewinkelt unter deinem Kopf, langer Hals, Kopf gerade. Zieh die Knie nach vorne. 90 Grad Winkel in den Kniegelenken und hier im Hüftgelenk. Ganz gerade Linie. Heb das obere Bein. Und dann kommt das Knie zum Knie und die Ferse zur Ferse. Knie zum Knie. Schöne große Halbkreise. Jawohl. Beweg die Hüftgelenke. Die sind so wichtig und die sind so schön beweglich. Doppeltes Tempo. Ferse, Knie, Ferse. Und jetzt mach deinen Oberkörper wieder ein bisschen fester. Das ist dein Punkt, dein Fixpunkt. Sonst kannst du die Beine nicht schön sauber bewegen. Jawohl. Und irgendwann kommt das seitlich in deinen Abduktoren an. Irgendwann kommt das in sämtlichen Muskeln rund um dein Hüftgelenk an. Prima.
Versuch immer an alle Gelenke zu denken. Jeder hat ja so seine Lieblingsmuskelgruppen, seine Problemzonen. Und wenn dann Übungen kommen, die du am wenigsten magst, dann sind es genau die wichtigen. Komm, jetzt hältst du nochmal durch. Bewegung nicht kleiner werden lassen. Sauber arbeiten. Es darf jetzt hier brennen. Das sind große Muskelgruppen. Wir arbeiten nur mit dem Gewicht von einem Bein. Das kennt ihr Muskel. Da müssen wir ein bisschen durchhalten. Noch 8, 7, schön groß. 6, komm. Spür nochmal die letzten 4 Wiederholungen deutlich. Noch 3, wunderschön. Noch 2. Und locker. Streck die Beine aus. Leg das obere Bein schwer auf dem unteren ab. Versuch deine Wirbelsäule noch einmal etwas länger zu strecken und vor allem auch den Hals. Ohne Einrollen hier. Beine heben. Wenn du mal testen möchtest, schau mal hier. Wenn du hier hinfährst, dann spürst du das. Es ist so ein kleiner Reflex. Das ist ein Muskel, der sitzt zwischen dem Brustkorb hier und dem Becken, ganz vereinfacht gesagt. Und der macht eine schöne Taille. Wichtig für die Damen. Der ist aber auch wichtig, um den unteren Rücken, Lendenwirbelsäule, zu entlasten. Also sowohl für Damen als auch die Herren ein wichtiger Muskel. Nimm die Hand etwas weiter vors Gesicht, damit du den Oberkörper mit nach oben drücken kannst. Aber sanft bitte. Versuch hier wirklich nur den Arm, den Kopf und ein bisschen von deiner unteren linken Schulter abzuheben. Wenn da der ganze Körper nach oben rumpelt und dir so ein bisschen die Beweglichkeit fehlt, dann konzentriere dich lieber darauf, was die Beine machen. Lass dann vielleicht den Oberkörper heute nochmal liegen und heb einfach nur die Beine hoch und tief. Hier fein und sauber arbeiten, Step by Step, bis du hier die Kraft aufgebaut hast, über die Taille schön zu arbeiten. Und wir sind gleich fertig. Bitte jetzt den Bauch wieder einziehen. Von vorne. Schützen und stützen deine Wirbelsäule. Letzten 8 Wiederholungen. 7. Drück dich schön hoch. 6. 5. Wunderbar. Noch 4. Noch 3. Und dann hältst du nochmal oben. Schön die Spannung halten. Bauch einziehen. Die Hand drückt noch etwas fester in den Boden. Versuch die Beine nochmal 1 mm, 2 mm höher zu bringen. Und noch 2 Sekunden, komm hoch. Und löse. Dreh dich auf den Rücken. Und wir sind schon am Endspurt. Und du kennst den Endspurt. Stell die Füße an eine imaginäre Wand. Nimm die Fingerspitzen an den Kopf. Und dann gehst du mit dem Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie, rechts, Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte. Schön hoch. Komm, komm schön hoch jetzt. Jawohl. Hallo Eddie. Nochmal. Rechts, Mitte, links, Mitte. Wir sind im Endspurt. Und was haben wir uns für den Endspurt vorgenommen? Keine Pause. Sowieso Regel Nummer 1. Wenn ich spreche, macht ihr weiter. Jawohl. Wir haben nur noch 90 Sekunden Zeit. Und die müssen wir nutzen, dass die schrägen Bauchmuskeln brennen hier. Schieb das Bein so weit weg, dass du dich richtig plagen musst, nach oben zu kommen. Wir haben nur noch 8 Stück von den langsamen. 7. Und nur noch 60 Sekunden Zeit. 4 Stück, komm mal höher. Achtung.
Doppeltes Tempo. Rechts, links. Und jetzt das Bein schön wegtreten. Den Bauch einziehen. Und jetzt versuch nochmal ein bisschen höher zu kommen mit den Schultern. Beobachte mal im Augenwinkel deine Beine. Sieht es sauber aus? Wenn ja, kannst du die Beine hier noch ein bisschen tiefer bringen. Wenn es nicht mehr sauber funktioniert, lass die Beine etwas oben. Aber durchhalten. Als nächstes probierst du mal. Kommst du mit dem Ellbogen an das Knie ran? Wenn ja, drücken bitte. Und wenn nein, versuch höher zu kommen, bis es irgendwann klappt. Oh, wir haben so viel Zeit noch, so viele Tage noch vor uns, dass das in 3 Wochen auf jeden Fall funktioniert. Du bist in Endspurt. Hoch! Die letzte Minute läuft immer noch, auch wenn sie schon lang vorbei ist. Meine Minuten dauern meistens ein bisschen länger, aber das macht nichts, das kommt dir nur zugute. Zieh dich nochmal schön hoch. Versuch nochmal ein bisschen fester zu drücken. Versuch das Bein nochmal etwas mehr auszustrecken. Nimm die letzten paar Sekündchen und konzentriere dich auf die Übung. Und wenn dein Bauch jetzt richtig brennt, dann hast du alles richtig gemacht. Und hältst mit mir noch 8 Sekunden durch. Schön ziehen jetzt, konzentriert. Druck, strecken, einziehen. Und der Kopf ist locker gestützt. Die letzte. 8, 7, fester. Komm mal nach oben. Jetzt musst du durchhalten. Die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Und leg den Kopf mal locker ab. Streck die Beine, streck die Arme. Und zieh den Brustkorb kräftig vom Becken weg. Zieh die Beine mit dem Becken kräftig vom Brustkorb weg. Auch mal so ein bisschen gegenüberliegend. Rechter Arm, linkes Bein. Linker Arm, rechtes Bein. Und dann stell doch mal die Füße wieder auf den Boden. Halt dich an einem Bein fest oder roll über die Seite nach oben. Komm langsam zum Sitzen. Vielleicht hast du jetzt auch so schöne rote Backen wie ich. Wunderbar. Ihr wart wieder super. Danke für eure Energie. Wenn du noch Zeit hast, vielleicht noch ein paar Sekündchen dehnen. Oder du machst noch ein paar Minütchen Bauchtraining. Auf jeden Fall danke euch fürs Mitmachen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Zeit.